Anlässlich des diesmal hoffentlich pünktlich stattfindenden Events dachten wir uns, wir sprechen heute über Fortnite. Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 schlechtesten Dinge, die Fortnite getan hat. Für diese Liste schauen wir uns die fragwürdigsten, entsetzlichsten und einfach peinlichsten Dinge an, die Fortnite seit der Veröffentlichung 2017 getan hat. Nummer 10. Erzwungene Crossovers. Sobald Fortnite mit anderen Franchises zusammenarbeitet, so etwa mit den Avengers oder Borderlands, sorgt das natürlich für Schlagzeilen und eine Menge Aufmerksamkeit. Am Anfang fand ich persönlich diese Events auch echt spannend, aber mittlerweile fühlen sie sich eher einfach erzwungen an. Sie wirken nicht kreativ. Ralf aus Ralf reicht's in Risky Reels war merkwürdig, aber noch okay. Und der Hype um Birds of Prey geht auch noch durch. Aber die Einbeziehung von Deadpool in Kapitel 2 Season 2 fühlte sich einfach falsch an. Es existiert einfach nur, um zu existieren. Er spricht nicht mal und das ist eine Sache, die man nie tun sollte. Man sollte Deadpool die Fähigkeit des Sprechens einfach nicht nehmen. Fox hat das auch gelernt. I'm single-handedly winning this whole thing. Nummer 9. Fallen entfernen. No! Trap? Oh my god, he put a trap there? Manche Leute mögen es, Leute in Fallen zu locken und so zu töten. Als ich damals Season 3 angefangen habe, waren das auch immer meine Highlights. Es fühlt sich einfach gut an. Doch im Januar 2020 beschwerten sich einige Pros wie Mongral und Benji Fishy und wollten, dass Fallen entfernt werden. Und waren dabei natürlich wie immer super gelassen und höflich. Put a trap there. Then it's time for the archways. Epic Games fügte sich der Minderheit und entfernte alle Fallen. Doch zu ihrer Überraschung sorgte das für eine Menge Gegenwind, auch von Leuten wie Tfue. Er sagte, dass dies das Schlimmste war, was Epic Games in Fortnite jemals gemacht hat. Nummer 8. Schattensteine. In der Theorie waren diese Dinger eine interessante Idee, die den Spieler sozusagen unsichtbar machten und für schnellere Fortbewegung sorgten. Man konnte sie auch nutzen, um Spieler zu flanken. Da gab's nur ein kleines Problem. Spieler fanden schnell Wege, um die Unsichtbarkeit über die 45 Sekunden hinaus zu verlängern. Es dauerte also nicht lange, bis Epic sie im Laufe von Season 6 für Verbesserungen entfernten. Und als sie dann wieder im Spiel waren, wurden sie erneut entfernt. Nummer 7, Kapitel 2, Season 2. Selbst ohne den hereingepressten Deadpool war diese Season einfach enttäuschend. Und auch die, in der ich anfing, weniger zu spielen. Und ich spielte seit Season 3, egal was Epic für Mist baute. In Kapitel 2 Staffel 1 wurden Spielern zahlreiche Optionen gegeben, um den Battle Pass aufzuleveln und der Fortschritt ließ das ganz einfach befriedigend wirken. Es wurde auch einfacher gemacht, mit den Missionen im Menü klarzukommen. Doch in Kapitel 2 Season 2 wurde alles unübersichtlich gemacht. Mit Menüs, innerhalb von Menüs, innerhalb von Menüs. Und auch der Fortschritt im Battle Pass fühlte sich nicht mehr gut an. Man musste nun an einzelnen Orten Missionen ausführen. Nicht mal die Idee mit den eigenen Missionen für die verschiedenen Agenten konnte das noch retten. Nummer 6. Das Battle Pass System berühmt machen. This is your hideout. Buy the Battle Pass to recruit this team of agents. Meowsels, a feline enforcer that can take some serious licks. Als der Battle Pass damals rauskam, war er einer der kreativsten Formen bezahlter Inhalte, die wir seit langem gesehen hatten. Seitdem haben ihn aber andere Spielunternehmen übernommen und so landeten sie zum Beispiel in Apex Legends, Rocket League und natürlich auch Call of Duty. As you rise up the ranks, you'll unlock the Ram 7 Assault Rifle and Holder 26 LMG, plus COD points and a ton of gear for you to personalize your operator with. All for just playing the game.
Es ist verständlich, warum einige Spieler dieses Format mögen, vor allem wenn sie die Spiele jeden Tag spielen. Aber wenn so viele Spiele das gleiche Konzept kopieren, verschmilzt einfach alles ineinander und es fühlt sich nicht mehr gut an. Dadurch brauchen zu viele Spiele zu viel unserer Zeit und dadurch werden Spieler schnell dazu verleitet, mit anderen Spielen anzufangen. We know you'll make the right decisions. Good luck. Nummer 5. Das Infinity Blade. Dies war vielleicht die meistumstrittenste Waffe seit der Veröffentlichung von Fortnite. Es stammte aus Epic Games Infinity Blade Reihe und diese namensgebende Waffe wurde in Staffel 7 ins Spiel gepackt. Es brachte dem Träger eine Menge Vorteile. Man bekam mehr Leben, mehr Schild, man konnte Strukturen mit einem Schlag zerstören, die Hitbox war riesig und es war schwer, ihm auszuweichen. Und zusätzlich konnte der Spieler so springen und auf den Boden schlagen. Die Waffe wurde von fast jedem gehasst und Epic entfernte sie aus dem Spiel. Aber man kann sie nach wie vor im Kreativmodus testen, falls ihr den Bedarf danach habt. Nummer 4, die Icon-Reihe. Oh, alright, might not be here yet. Oh! Wir haben davon gehört, dass man Leuten etwas zurückgeben soll. Aber vielleicht hat Epic Games es hiermit zu weit getrieben. Im Januar 2020 begannen sie die Icon-Reihe zu verkaufen, in der sie Skins und Emotes von bekannten Streamern und Promis verkauften. Egal ob ihr euch gefreut habt, dass eure Lieblingsinfluencer nun im Spiel waren oder ob es euch einfach unangenehm war, diese Reihe hat alles verschlechtert. Sie hat die originellen Charaktere und die Ästhetik des Spiels überschattet, anstatt ihr irgendwie gut zu tun. Mir wären herumlaufende OG-Skins lieber als Ninja oder Travis Scott. Es fühlt sich einfach immer und immer weniger wie das Spiel an, das wir alle kennen und lieben gelernt haben. Okay. Nummer 3. PvE nach wie vor in Beta. Is this a missile or some sort of rocket? Some sort of rocket. Actually, wait! It's the best sort of rocket! Commander, there's a satellite on board! Als Fortnite 2017 veröffentlicht wurde, sagte Epic, dass der Rette-die-Welt-Modus bis zum Ende 2018 Free-to-Play, also kostenlos sein würde. Und sobald sie diesen Übergang geschafft hätten, würde der Battle-Royale-Modus die Early-Access-Phase verlassen, also zumindest laut Epics offiziellen Twitter-Account. 10 seconds to blast off. Und hier sind wir nun. Fast im Jahr 2021 und dieser Übergang wurde nach wie vor nicht gestartet. Es wurde mehrmals verzögert und Epic Games verlangt nach wie vor den vollen Preis. Das originale Fortnite ist also in anderen Worten seit fast einem Jahrzehnt in der Entwicklung. Confession time! I, broke the airstrike. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, alright? Nope. Nummer 2. Überteuerte Accessoires. Sich ab und zu mal etwas ins Spielen zu gönnen, ist ja nicht allzu schlimm. Aber Fortnite verlangt deutlich zu viel. Ihr wollt, dass wir 15 bis 20 Euro für einen Skin bezahlen? Gut, manche beinhalten eine Spitzhacke oder ein Emote, aber trotzdem, überlegt mal, was ihr mit dem Geld machen könntet. Ihr könntet essen gehen, einen Film im Kino gucken, wenn sie wieder offen sind. Oder noch besser, ein ganzes Spiel kaufen. Ihr könntet sogar mehrere kleine Spiele kaufen oder irgendeinen Ausverkauf ausnutzen. Und da sich der Shop täglich ändert, müsste man die V-Bucks praktisch rumliegen haben, da der Skin sonst vielleicht nie wieder zurückkommt. Wollt ihr noch mehr Videos zu Videospielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. X4 Stormwings. Wenn selbst euer größter Content-Creator damit droht, das Spiel nicht mehr zu spielen, habt ihr irgendwas falsch gemacht. Die X4 Stormwings wurden zum Anfang von Season 7 eingeführt und wurden schnell zur meistgehassten Sache des gesamten Spiels. Es war zwar cool, ein neues Fortbewegungsmittel zu bekommen und fliegen zu können, aber so wurde es meist nicht genutzt.
Es zerstörte Gebautes, sobald es es berührte, und daher flogen viele Spieler einfach in alles herein und man konnte sich nicht wirklich dagegen wehren. Sie wurden zwar mehrfach schwächer gemacht, doch viele empfanden sie nach wie vor als OP und daher wurden sie zu Season 8 direkt wieder entfernt. Mir persönlich fehlten definitiv die Mechas auf dieser Liste. Definitiv meine Nummer 1. Fehlt euch auch etwas? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.